Guten Tag und herzlich willkommen zum Frankfurter Kreis, dem Finanztalk von MeinGeld.tv. Der Aktienmarkt bleibt eine große Herausforderung, denn auch wenn die Anleger sich an den roten Zahlen gewöhnt haben, bleibt die Angst vor einem Aktiencrash groß. Der Ukraine-Krieg, die Sanktionen gegen Russland, die gestörten Lieferketten durch die Pandemie und die steigenden Zahlen für Gas, Öl und Rohstoffe bleiben eine Bedrohung. Wird die Inflation im nächsten Jahr noch circa bei 10% bleiben und würde es Ende des Jahres eine Rezession geben? Genau diese Fragen wollen wir heute mit Experten besprechen, um Anlegern eine Entscheidungshilfe für ihre Aktieninvestitionen zu geben. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen ersten Gast. Und ich begrüße ganz herzlich meinen ersten Gast, Herrn Dominikus Wagner. Er ist Vorstand der Wagner und Florak AG. Guten Tag. Eingeladen haben wir Herrn Stefan Risse. Er ist Kapitalmarktstratege bei Akatis Investment. Freue mich, wieder dabei zu sein. Ganz herzlich willkommen heiße ich Herrn Kai Saft. Er ist Sales Dach Seiland International AG. Guten Tag. Last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Hubertus Clausius. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Seahawk Investments, Portfolio Manager Seahawk Equity Long Short Fonds. Ich bedanke mich für die Teilnahme. Wir haben hier von turbulenten Zeiten gesprochen. Der Euro ist auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Zugleich werden die Lebensunterhaltungskosten immer teurer und immer höher. Welche Anlagen sind in diesen Krisenzeiten eigentlich sinnvoll in Ihren Augen? Ja, es sind immer noch die Sachwerte oder noch mehr die Sachwerte, die sinnvoll sind. Denn zu der genannten Gemengelage haben wir auch noch die steigenden Zinsen. Jetzt denkt man sich, ich bekomme hier wieder mehr für mein Geld. Aber unterm Strich real betrachtet, also nach Inflation, ist ja diese negative Realverzinsung schlimmer als zu der Zeit, als wir nur 2% Inflation hatten und Nullzinsen. Insofern gehen nur Sachwerte und die letzten liquiden, rentierlichen Sachwerte, die übrig geblieben sind, sind die Aktien. Ich bin auch der Meinung, Sachwerte zählen. Allerdings kommt es ganz erheblich darauf an, was für Aktien sind das, was für Unternehmen, die dahinter stehen. Ich glaube, da muss man sehr sauber differenzieren. Ich glaube schon, dass man die Aussage treffen kann, Aktien im Allgemeinen bieten langfristig einen guten Inflationsschutz. Man muss eben genau schauen, was sind das für Unternehmen. Welche Unternehmen haben wirklich Preissetzungsmacht? Welche Firmen sind in der Lage, die steigenden Inputkosten, also die gestiegenen Kosten für Vorprodukte auch wirklich an den Konsumenten weiterzugeben, ja, ohne dass die Margen leiden. Man sieht, dass vielen Unternehmen genau das eben jetzt nicht gelingt, etlichen aber eben schon, ja, insbesondere Firmen eben mit starken Marken, mit einer hohen Produktattraktivität, mit einer überschaubaren Wettbewerbsintensität. Das sind Firmen, die jetzt diesen Kostendruck an die Konsumenten weitergegeben bekommen haben, die auch jetzt die Margen hochhalten. Der Absatz sinkt bei diesen Firmen nicht. Und das scheint mir ein sehr guter Inflationsschutz zu sein, denn diese Firmen schaffen es auch in einem inflationären Umfeld, den Gewinn zu erhöhen. Somit dann auch den Unternehmenswert und langfristig auch die Aktienkurse. Ich muss kurz vorweg schicken, dass wir ja bei Saarland ein reines Aktienhaus sind und wir fokussieren uns also auf die Unternehmen und jetzt nicht so auf Market Timing fragen. Das Market Timing, das überlassen wir dann halt den Investoren, die entscheiden, ob sie jetzt mit uns investieren oder nicht. Insofern haben wir von der Firma jetzt nicht unbedingt eine Meinung dazu, aber ich persönlich bin der Meinung, dass natürlich Unternehmen, die zum Beispiel eben Preissetzungsmacht haben, also die Fähigkeit haben, jetzt inflationsbedingte Kostenerhöhungen dann noch an den Markt weiterzugeben oder Unternehmen, die eben auch vielleicht diesen Kostenerhöhungen zum Beispiel im Rohstoffbereich jetzt nicht so ausgesetzt sind, weil sie einfach weniger Rohstoffe oder keine Rohstoffe benötigen, dass die natürlich ein kluges Investment auch im aktuellen Umfeld sind. Also ich bin der Meinung, dass im jetzigen Umfeld, wo wir wirklich sehr, sehr hohe Inflationsraten haben, liquide Alternativanlagen, das können Sie sich vorstellen, dass ich das jetzt nenne, durchaus in Betracht gezogen werden können. Ja? Also ein moderates Inflationsumfeld, sagen wir mal Inflationsraten zwischen 2% und 4%, sind durchaus ein gesundes Umfeld auch für Aktien. Aber die Inflationsraten auf dem jetzigen Niveau sind halt herausfordernd auch für die Aktienanlage. Dennoch bin ich dort auch bei Herrn Risse, dass die sachwertfokussierten Aktienanlagen, Infrastrukturanlagen im jetzigen Umfeld in diesem Jahr einen sehr starken Vorteil haben. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Aktien ist eine langfristige Geldanlage.